rufe auf den Einzelplan 05, Hessisches Ministerium der Justiz. Es beginnt die Frau Kollegin Hoffmann, SPD-Fraktion. Bitte sehr. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Justizhaushalt für das Jahr 2017 enthält, lassen Sie mich das so formulieren, Licht, aber auch sehr viel Schatten. Zum Licht. Ja, es ist richtig, dass es mit diesem Haushaltsentwurf mehr Stellen im Bereich der Justiz geben wird. Diese Landesregierung hat nun endlich ein Einsehen und lenkt ein. Ein Einsehen, denn über Jahre, fast über ein Jahrzehnt, ist die Axt an den Rechtsstaat mit einem massiven Personalabbau gelegt worden. Beginnend mit dem Jahre 2003, der sogenannten Operation Düstere Zukunft, sind in der Justiz 800 Stellen abgebaut worden, dann in Folge in einem weiteren Abbauprogramm 350 bis 400 Stellen. Das beendet man nun, aber das ist insbesondere den Gewerkschaften, dem beharrlichen Druck des Deutschen Richterbundes, der Deutschen Justizgewerkschaft Verdi NAV, aber auch dem Deutschen Anwaltsverein zu verdanken, die jahrelang darauf hingewiesen haben, dass man so nicht weitermachen kann, dass die Justiz eine auskömmliche Personalausstattung haben muss. Und, meine Damen und Herren, es kommt nicht von ungefähr, dass Hessen, was die Verfahrensdauer anbelangt, über dem Bundesdurchschnitt liegt. Bei all dem darf man eines nicht vergessen. Die Stellenzuwächse, die nun im Haushalt vorgesehen sind, werden natürlich zum Teil aufgefressen, in Anführungsstrichen, durch die Reduzierung der 42 auf die 41 Wochenstunden. Das sind allein 95 Stellen, die man abziehen muss. Und ein weiteres. Problematisch wird es sein, in einzelnen Bereichen überhaupt das Personal jetzt zu rekrutieren. Und zwar deshalb, ich denke jetzt insbesondere an die Folgedienste in der Justiz, an das Rhein-Main-Gebiet, den demografischen Wandel, wo wir an vielen Gerichten hören, ja, wenn wir jetzt einmal eine Stelle haben, wer soll diese Stelle wahrnehmen? Weil junge Menschen sich sehr bewusst orientieren und entscheiden, ja, wo will ich meine Berufstätigkeit ausüben? Und Sie haben es zu verantworten, dass der öffentliche Dienst in den vergangenen Jahren und aktuell immer unattraktiver geworden ist, vor allen Dingen für junge Menschen. Sie haben die 42-Stunden-Woche zu verantworten. Jetzt wird auf 41 zurückgegangen, aber Sie wissen, dass die 40-Stunden-Woche, die Einführung der 40-Stunden-Woche überfällig ist. Sie haben Besoldungskürzungen, Beihilfekürzungen bei Beamtinnen und Beamten zu verantworten. Der öffentliche Dienst musste seit Jahren als Sparschwein herhalten, und das macht es in vielen Bereichen schwer, gut ausgebildete, qualifizierte Menschen für den öffentlichen Dienst, auch für die Justiz, zu rekrutieren, insbesondere auch im allgemeinen Vollzugsdienst. Ja, wir finden es positiv, dass es jetzt beim HB-Wagnitz-Seminar einen neuen Sachgebiet Bewerbungsmanagement gibt. Das HB-Wagnitz-Seminar ist für die Aus- und Fortbildung der Justizvollzugsbediensteten verantwortlich. Aber das ist nur ein Schrittchen dahingehend, geeignetes Personal in einem Bereich zu finden, dem allgemeinen Vollzugsdienst, der leider in der Öffentlichkeit oft nicht so gut wegkommt. Und dabei wissen wir doch alle, dass gerade in diesen Zeiten ein starker funktionierender Rechtsstaat wichtiger denn je ist. Wir hören von vielen Bürgern, dass sie Einzelfallentscheidungen nicht mehr nachvollziehen können, dass es an der Transparenz gerichtlicher Entscheidungen fällt, dass es für viele auch zu kompliziert, zu schwierig ist. Und an der einen oder anderen Stelle haben wir auch die Sorge, dass das Vertrauen in die Justiz wie generell in staatliche Institutionen sinkt. Und da, meine Damen und Herren, muss man auch gegenhalten. Wir wollen, dass gerichtliche Entscheidungen, dass Justiz noch transparenter ist, als sie es ist, dass sie noch erklärender ist. Wir stellen uns da z. B. eine Bürgerservicestelle vor,
die Ansprechpartner ist. Und einer dieser Aspekte wurde jetzt jüngst auf der Jahreshauptversammlung des Deutschen Richterbundes diskutiert, wo Sie ja auch, Frau Staatsministerin, auch anwesend waren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Justiz sich behutsam und mit Bedacht auch den sozialen Medien öffnen muss. Tut sie das mit Augenmaß, erklärend, transparent, kann aus meiner Sicht der Rechtsstaat nur gewinnen, meine Damen und Herren. Ich möchte ein weiteres Thema benennen, das für uns von zentraler Bedeutung ist. Das ist der Opferschutz. Denn Opfer einer Straftat kann jeder von uns werden. Und zum Teil leiden Opfer einer Straftat lebenslang, sowohl physisch als auch psychisch, unter den Opfern, unter den Folgen einer Straftat. Deshalb ist es umso wichtiger, dass alle vorhandenen Lücken im Opferschutz, obwohl wir zugeben, dass dort viel erreicht worden ist in den letzten Jahren, dass aber vorhandene Lücken geschlossen werden müssen. Und dazu fallen Fälle. Unser Fraktions- und Landesvorsitzender Thorsten Schäfer-Gümbel hat solch einen Fall gestern in der Haushaltsrede benannt. Ein Geschädigter, dem wirklich das Gebiss leider frisiert worden ist, der nicht die entsprechende Entschädigung und Schadensersatzzahlung jetzt erhält, der jetzt auf sich gestellt ist. Und, meine Damen und Herren, diese Fälle haben wir gar nicht so selten. Diese Lücken in unserem Schutzsystem gibt es. Und deshalb will ich noch einmal ausdrücklich die Forderung von Thorsten Schäfer-Gümbel unterstützen und unterstreichen für einen sogenannten Opferentschädigungsfonds, nämlich für solche Fälle von Geschädigten, wo das Schadensersatzrecht nicht greift, auch das Opferentschädigungsgesetz. Ich kenne aus meiner anwaltlichen Praxis auch solche Fälle. Und für solche Fälle brauchen wir einen Opferentschädigungsfonds, der eingreift. Ein letzter Komplex, bevor ich zum Schluss komme, meine Damen und Herren. Auch der Justizvollzug ist von zentraler Bedeutung, denn ein guter Täterschutz ist der beste Opferschutz. Und deshalb brauchen wir auch in dem Bereich mehr Personal. Die Justizgewerkschaft in diesem Bereich hat vorgerechnet, dass allein in dem Bereich 106 Stellen fehlen. Das wird durch den jetzigen Haushalt auch nicht kompensiert. Und, meine Damen und Herren, da muss man auch nachbessern. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollegin Hoffmann. Das Wort hat der Abg. Hartmut Honka, CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte an den Beginn meiner Rede explizit erst einmal einen Dank setzen, und zwar einen Dank an all die Richter und Richterinnen, Staatsanwälte, Rechtspfleger, Mitarbeiter der Serviceeinheiten, Gerichtsvollzieher, Wachtmeister, all die, die ich jetzt noch nicht namentlich genannt habe, z.B. auch noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der gemeinsamen Überwachungsstelle der Länder. Weil Sie sorgen am Ende dafür, dass dieser Rechtsstaat ein Gesicht hat, dass er bei den Bürgern ankommt, dass er für die Bürgerinnen und Bürger da ist, dass er handeln kann und aktiv im Leben steht. Meine Damen und Herren, bereits vor einem Jahr hat diese Landesregierung im Bereich der Verwaltungsgerichtsbarkeiten dafür gesorgt, dass auch in der Justiz die Weichen richtig gestellt werden. Stichwort war das Thema Asyl mit 4 neuen vollständigen Kammern für Verwaltungsgerichte. Und nunmehr sind im Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr bereits ca. 250 neue Stellen insgesamt vorgesehen. Ich möchte das ein Stück weit auch noch einmal aufdröseln, hätte ich jetzt fast gesagt, beleuchten für die einzelnen Bereiche. Das sind zum einen 30 neue Stellen für das Stichwort Arbeitszeitverkürzung für die Vollzugsanstalten. Das sind aber auch 48 neue Anwärterstellen bei den ordentlichen Gerichten und ebenfalls 21 wiederum bei den Justizvollzugsanstalten. Wir haben jetzt im Entwurf 19 neue Stellen für eine Taskforce Mutterschutz im Bereich der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Auch ein Thema, dem wir uns stellen müssen, dem sich die Justiz stellt. Und ich halte das für einen guten Schritt. Aber wir gehen auch im Bereich der Wirtschaftskriminalität mit aktiven Schritten voran. So werden 24 neue Stellen für diesen Bereich im Bereich der Staatsanwaltschaften geschaffen und 58 sogar dann bei den Gerichten.
Das heißt, dort wird hingeschaut, dort wird gehandelt, damit der Rechtsstaat handlungsfähig bleibt. Ja, in den Vollzugsanstalten, ich hatte es bereits gesagt, 30 neue Stellen für den Bereich Arbeitszeitverkürzung und das weitere Thema 21 weitere neue Stellen für den Vollzugsdienst, um dort den Kolleginnen und Kollegen zu helfen, und auch für die psychologische Betreuung 4 neue Stellen einzeln extra geschaffen. Das sind Leistungen, die sich sehen lassen können. Ich möchte nach den Stichworten zum Stellenbereich auch noch andere Themen ansprechen. Da sind z. B. das Programm Fit für den Rechtsstaat aufgelegt mit der Unterstützung unserer Richterinnen, unserer Staatsanwälte oder anderer Justizbedienstete, die zu den Flüchtlingen gehen und ihnen erklären, was bedeutet eigentlich Rechtsstaat. Dort wird das Programm noch einmal aufgestockt um weitere 100.000 €. Der Bereich Deradikalisierung von Gefangenen, auch ein schwieriges Feld, muss man so sagen, ist uns weitere 400.000 € weiterhin obendrauf wert, weil wir müssen uns darum kümmern, und wir kümmern uns darum. Der Bereich IT, ich muss jetzt nicht über Hessen 4.0, die Initiative der FDP, reden dabei, weil wir haben da selbst eigene gute Punkte bereits im Haushaltsplanentwurf drin. Das ist zum einen der Bereich der Ausweitung der mobilen Arbeitsplätze mit immerhin 475.000 €, die das zusätzlich uns kosten wird und uns auch kosten darf. Und auch der Bereich insgesamt des Ausbaus der IT. Stichworte sind hier elektronischer Rechtsverkehr, die elektronische Akte. Da werden insgesamt über 8 Millionen € zusätzlich investiert. Ich denke, das ist gut angelegtes Geld in einen effektiven Rechtsstaat, in die Handlungsfähigkeit unserer Justizbehörden insgesamt. Ich möchte noch einmal zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommen, aber nicht an die Zahl der Stellen. Das eine ist der Bereich der AG-Leiter. Das ist der Nachwuchs oder die Nachwuchsausbildung der Referendarinnen und Referendare, die wir haben. Eine notwendige, aber eine wichtige Aufgabe. Und dort wird für die Vergütung dieser AG-Leiter weitere 115.000 € sind sie uns mindestens noch einmal wert, obendrauf zu dem, was bereits im Haushalt drinsteht, weil es wichtig ist, welche Aufgabe sie dort leisten. Deswegen setzen wir dort hinein. Und ein Punkt, der vor allen Dingen meinem Kollegen Hugo Klein ganz wichtig ist, der jetzt nicht nur besonders sich freut, wenn ich das aufrufe, sondern er müsste es ja sonst selbst vortragen, das ist der Bereich der Vollzugszulage an die Höhe der Polizeizulage. Die Fachleute sprechen von einer Gitterzulage, aber das ist, könnte manchmal auch falsch verstanden werden, gerade von Zuschauerinnen und Zuschauern. Die wird angepasst an die Höhe bei der Polizeizulage, wie ich es eben bereits gesagt habe. Das war ein lang gehegter Wunsch dort im Bereich des Justizvollzugsdienstes. Wir sehen als Fraktionen mit diesem Haushaltsplan den Punkt gekommen, wo wir diesen Wunsch auch erfüllen können. Und deswegen erfüllen wir ihn an dieser Stelle. Und das ist ein richtiges Zeichen an die Bediensteten. Vorletzter Punkt, den ich ansprechen möchte von meiner Seite, ist das Thema Häuser des Jugendrechts. Wir werden uns morgen früh noch einmal dem Thema inhaltlich zuwenden. Deswegen möchte ich hier nur noch zwei Aspekte da aber jetzt schon ausführen, weil sie auch zum Haushaltsplan gehören. Das Erste ist, es soll in Frankfurt ein drittes Haus des Jugendrechts geben. Das steht bereits auch im Entwurf der Landesregierung drin. Das ist dann dort das dritte, wie gesagt, für Frankfurt. Und es ist ja auch vorgesehen, für die Stadt Offenbach ein Haus des Jugendrechts vorzusehen. Das ist dann über einen Fraktionsantrag mit noch hineingekommen dabei. Ich halte es für ein richtiges Zeichen, dass wir in diesem Bereich, wo die bereits bestehenden Häuser des Jugendrechts, eines hier in Wiesbaden und die zwei schon in Frankfurt, gute Akzente gesetzt haben, gute Erfolge vorweisen können, dass es uns gelingt, mit den Kommunen gemeinsam, Land und Kommunen, dort aktiv zu sein und gegen Jugendkriminalität aktiv gemeinsam vorzugehen. Damit möchte ich zu meinem letzten Punkt kommen, und auch das ist wie mein Anfang ein Dank an dieser Rede. Ein Dank zum einen an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Justizministerium. Die werden manchmal da vergessen, wenn wir draußen über die Richter und Staatsanwälte reden. Auch das, was im Ministerium gemacht werden muss, ist wichtig, damit unsere Justizbehörden in der Fläche gut und aktiv handeln können. Von daher dort einen herzlichen Dank. Und als allerletztes möchte ich auch nicht vergessen die Richterinnen und Richter am Staatsgerichtshof. Der Einzelplan 10 wird ja ohne Aussprache bei uns morgen nachher noch behandelt. Aber auch der Staatsgerichtshof ist ein Baustein unseres Rechtsstaates. Er ist wichtig, auch für Grundrechtsklagen unserer Bürgerinnen und Bürger, die ja auch auf Landesebene möglich sind. In diesem Sinne auch dort einen herzlichen Dank an diese Damen und Herren, die alle eine erfolgreiche Arbeit leisten.
Und ich glaube, dass unsere Botschaft, eine starke Justiz schafft Sicherheit, dieser Haushalt schafft eine starke Justiz. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Honka. Nächster Redner, der Abg. Dr. Wilken, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Seitens der Regierungsfraktionen, seitens der Regierung feiern Sie sich, dass der Stellenabbau in der Justiz gestoppt sei. Das mag so sein. Herr Honka, nur die Stellen, die Sie gerade positiv aufgelistet haben, müssten Sie ja gegenüberstellen, was Sie in der Vergangenheit alles abgebaut haben. Deswegen müssen wir uns anschauen, ob der Ist-Stand, den Sie jetzt nicht weiter verschlechtern wollen, gut ist. Wir kommen klar zu dem Ergebnis, er ist nicht gut. Verfahren dauern zu lange, Mitarbeiterinnen sind überarbeitet, Richterinnen und Richter sind überlastet, nicht nur bei immer komplexer werdenden Wirtschaftsverfahren. Und ähnlich sieht es im Justizvollzug aus. Zu wenig Beamtinnen und Beamte, ein sehr hoher Krankenstand, den gleichen Sie mit den wenigen Stellen, die Sie jetzt schaffen, noch nichtmals aus. Meine Damen und Herren, mit diesem Haushalt werden Sie Ihrer Pflicht als Arbeitgeber, gute Arbeit und gute Arbeitsplätze zu schaffen, nicht gerecht. Meine Damen und Herren, der Ist-Stand bleibt ja nicht so. Wir erwarten zunehmende Klagen, z.B. gegen Asylablehnungen und gegen den verweigerten Familiennachzug. Das heißt, wir brauchen mehr Richterinnenstellen, vor allem an den Verwaltungsgerichten. Eine Bemerkung noch zu dem nach wie vor existierenden hessischen Sonderweg des privaten Gefängnisses. Schon seit Jahren ist es offensichtlich, dass diese Privatisierung von Justizvollzugsanstalten keine Vorteile, sondern Nachteile mit sich bringt. Sie sind zu teuer, sie belasten die Justizvollzugsbeamten und so weiter und so fort. Es ist absurd, dass sich Hessen das immer noch weiter leisten will. Korrigieren Sie das endlich, das muss aufhören. Und feiern Sie sich nicht nur dafür, dass Sie etwas gestoppt haben, was Sie in der Vergangenheit verursacht haben, sondern verbessern Sie endlich die Situation der Justiz in unserem Land. Ich bedanke mich. Ach, was ist denn das für ein Ding? Vielen Dank, Kollege Dr. Wilken. Das Wort hat die Frau Abg. Rhein-Müller, Fraktion BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Sie wird es nicht verwundern, dass wir in dem Haushalt mehr Licht als Schatten sehen als Frau Hofmann. Ich denke, es gibt im Vergleich zum letzten Jahr nur noch ganz wenig Schatten, aber an dem arbeiten wir auch noch. Letztes Jahr mussten wir nämlich beim Einzelplan 5 noch darüber diskutieren, dass auch dieser nicht von den Sparvorgaben ausgenommen ist. Wir mussten Stellen reduzieren. Diesen Weg konnten wir dieses Jahr stoppen und konnten sogar Stellen aufbauen. Also ein ganz klarer Erfolg für die Justiz. Es hilft uns die konkrete Haushaltslage, aber auch die konkreten Randbedingungen und Anforderungen in der Justiz und im Vollzug helfen uns, um Schwerpunkte zu setzen und auch den Stellenaufbau zu rechtfertigen. Denn wir bauen nicht einfach nur Stellen auf, sondern gucken da, wo es nötig ist, wo neue Stellen geschaffen werden müssen. Und nicht nur das, wir können auch gerade im Vollzugsbereich Akzente für die Beschäftigten setzen. Frau Hofmann hat es auch erwähnt. Wir haben letztes Jahr ja den Dienst zu ungünstigen Zeiten angehoben und konnten dieses Jahr die sogenannte Gitterzulage auf Polizeiniveau anheben, auf 131,20 €. Ein guter Erfolg, ich denke, an dem wir alle gearbeitet haben, die Beschäftigtenvertretung, aber auch wir alle zusammen und die Ministerin, die dann meinem Finanzminister die Mittel erstritten hat, und wir Abgeordneten, die wir dann den Haushaltsantrag gestellt haben. Dass die Arbeit immer schwerer wird, kriegen wir in unseren Besuchen in den Vollzugsanstalten immer wieder berichtet. Die Gefangenen werden immer schwieriger. Eigentlich gehörten viele von ihnen in die Forensik, aber der leichtere Weg ist anscheinend immer
in den Vollzug erst einmal, und das müssen wir berücksichtigen. Aber auch, es gibt immer mehr Gefangene, die gewalttätig werden, die zu radikalen Maßnahmen greifen. Diese Situation tragen wir jetzt Rechnung. Und ich weiß, es fehlt noch die Erhöhung der Beamtenbesoldung auf das Niveau der Angestellten. Aber auch daran arbeiten wir. Unser Fraktionsvorsitzender hat es gestern ja auch schon einmal gesagt, dass wir daran arbeiten werden. Aber es gibt auch nicht nur die Erhöhung für die Bediensteten, sondern je mehr Bedienstete, desto besser klappt es natürlich auch mit der Resozialisierung, wenn immer wieder Einsatz gefahren werden muss für Dienste, die nicht dann zu Ausgängen da sind und so weiter, klappt es auch mit der Resozialisierung nicht. Deswegen ist die Erhöhung der Stellen auch ein guter Beitrag zur Resozialisierung. Und aber auch das Projekt zur Deradikalisierung im Vollzug ist bemerkenswert. Mit einfachen Mitteln, wir haben es ja vorgestellt bekommen bei den Anstaltsbeiräten auf dem Hessentag, ein sehr erfolgreiches Projekt, wenn den Menschen erklärt wird, was überhaupt im Koran drinsteht und dass er nicht benutzt werden kann als Ideologie zur Radikalisierung, dann ist schon der erste Weg getan, die Menschen von diesem Weg abzuhalten und ihnen Perspektiven zu entwickeln für ein Leben ohne Gewalt und Radikalisierung. Aber nicht nur der Vollzug, sondern die Justiz insgesamt, der Herr Honke hat es eben auch gerade dargestellt, wird mit diesem Haushalt in die Lage versetzt, dort, wo es nötig ist, im Bereich Wirtschaftskriminalität, Internetkriminalität, für die Stellen zu sorgen, mit denen auch eine gute Arbeit geschaffen werden kann. Denn nur durch eine gut ausgestattete Justiz kann auch Gerechtigkeit geschaffen werden. Also eine gut ausgestattete Justiz schafft Sicherheit, aber sicherlich auch Gerechtigkeit. Das ist die andere Seite der Medaille. Und damit leistet die Justiz natürlich auch einen wichtigen Baustein in unserer Demokratie für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Dazu gehört der Opferschutz. Auch das haben Sie gesagt. Auch da haben wir keinen Dissens. Wir haben in diesen Haushalt für die psychosoziale Prozessbegleitung 250.000 € eingestellt. Den Gesetzentwurf haben wir ja vor kurzer Zeit verabschiedet und haben konsequent das jetzt auch mit monetären Mitteln unterlegt. Wir haben also einen Einklang zwischen guten Bedingungen für die Vollzugsbeamten, was sich auf die Arbeit mit den Gefangenen auswirkt, aber auch Opferschutz und die gute Rechtsprechung im Blick. Dazu gehören auch noch die Resozialisierungsmaßnahmen nach der Entlassung aus dem Strafvollzug bei Sexualstraftätern. Denn wer kein Täter mehr wird, kann auch keine Opfer verursachen und ist damit der beste Opferschutz. Deswegen haben wir in diesem Haushalt 200.000 € eingestellt für den Aufbau der forensischen Ambulanz in Kassel, die dort eine hervorragende Arbeit machen. Auch da waren wir schon alle vor Ort. Aber auch die Gebäude verlieren wir nicht aus dem Blick, die teilweise in wirklich unhaltbaren Zuständen sind. Dafür werden 50 Millionen € für Sanierungsmaßnahmen bereitgestellt, nicht allein in diesem Haushalt, aber insgesamt. Zumindest Teilbeträge werden eingestellt, um auch die Missstände in manchen Anstalten, die es noch gibt, abzubauen. Die Häuser des Jugendrechts werden wir morgen noch einmal würdigen. Deswegen lasse ich das jetzt weg und fasse zusammen. Wir investieren in diesem Einzelplan in diesem Jahr 40 Millionen € mehr als letztes Jahr. Damit schaffen wir mehr Gerechtigkeit und sorgen für den Zusammenhalt der Gesellschaft, sowohl was die Bediensteten angeht, als auch die Opfer und die Gefangenen im und nach dem Vollzug. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Müller. Das Wort hat der Kollege René Rock, FDP-Fraktion, Seligenstadt. Bitte. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wir sprechen heute über den Einzelplan 05 und die Frage, stellen wir den Rechtsstaat hier vernünftig auf in Hessen und sind wir in der Lage, auf die Herausforderungen der kommenden Jahre entsprechend zu reagieren? Und da verrate ich Ihnen kein Geheimnis, dass die Liberalen hier der Meinung sind, dass das nicht der Fall ist.
Wir stellen fest, dass in vielen Bereichen, jedenfalls nach unserer Wahrnehmung, man die Justizministerin zum Jagen tragen muss. Wir haben das gemacht. Wir haben auch auf die Fehlentwicklung hingewiesen. Aber diese Wahrnehmung, zumindest von uns, dass man hier immer wieder Antreiber sein muss als Opposition, setzt sich auch in diesem Haushaltsplan aus unserer Sicht fort. Ich will es einmal an einem Beispiel versuchen, deutlich zu machen. Wir stellen fest, dass im Bereich Asyl immer mehr Klageverfahren anhängig sind. Das ist zum Teil auch vom BAMF selbst verantwortet worden durch die Art und Weise, wie man dort den Schutzstatus ausgesprochen hat. Das ist das gesamte Thema Familiennachzug, was in großen Mengen jetzt einer juristischen Überprüfung unterzogen wird. Und es ist deutlich geworden, dass gerade an dieser Stelle mit noch einem Zunahmen von Verfahren zu rechnen ist. Da fragt man sich natürlich schon, warum ausgerechnet in der Sozialgerichtsbarkeit und Verwaltungsgerichtsbarkeit dann hier Stellen abgebaut werden. Das ist aus unserer Sicht nicht vorausschauend. Das ist nicht auf das ein, geht man nicht auf das ein, was sich abzeichnet an Entwicklung. Und das finden wir sehr bedauerlich. Und ich glaube, hier werden wir entsprechend dann auch wieder mit längeren Verfahren rechnen müssen. Und auch hier stellt man sich nicht entsprechend auf. Auch beim Staatsschutz, das sind die Terrorismusverfahren, ist kein klarer Ansatz zu erkennen. Auch hier gehen wir davon aus, dass wir eher mit einer Zunahme von Verfahren zu rechnen haben. Ich glaube, das ist jedem hier logisch oder sachlogisch nachvollziehbar, dass hier mehr zu tun sein wird. Auch hier sind wir aus unserer Ansicht nicht gut aufgestellt, und hier hätten wir eine andere Entwicklung erwarten können. Die Frage der Aufstockung der Personalmittel, auch bei der Frage muslimischer Gefangenenseelsorge, da möchte ich nur noch einmal in Erinnerung rufen, das möchten wir doch bitten, dass man da ein besonderes Augenmerk drauf legt, wen man dort einsetzt, dass wir die wirklich wichtigen und gut gemeinten Ansätze nicht durch schlechten Verwaltungsvollzug konterkariert und womöglich sogar einen Bärendienst erweist, sondern genau das Gegenteil von dem erreicht, aber das auf Staatsmittel, was wir eigentlich erzielen möchten. Da möchte ich doch noch einmal ein Stück weit den Finger in die Wunde legen. Es wäre wirklich fatal, dass an einer Stelle, wo wir uns eigentlich hier alle gemeinsam einig sind, dass es einen wichtigen Handlungsraum, einen wichtigen Handlungsbedarf gibt, dass gerade hier aus unserer Sicht es nicht zu einer vernünftigen Abarbeitung durch die Verwaltung kommt. Zwei kleine Themen möchte ich noch ansprechen, wo wir uns auch eine Veränderung hätten vorstellen können. Das ist der Bereich der Rechtsstaatsklassen, dass man dort auch die Anwaltschaft hätte mit einbeziehen können, dass man hier auch eben die Möglichkeit des Einbringens erweitern würde. Das hätten wir uns gewünscht. Und die Frage, und das ist, glaube ich, auch noch einmal wirklich eine Haushaltsfrage, die Frage der Neuordnung der Justizvollzugsanstalten sollte man oder muss man auch angehen an dieser Stelle. Also hier einfach stehen zu bleiben und nicht weiterzugehen, ist aus unserer Sicht auch absoluter Fehler. Und hier ist auch deutlicher Handlungsbedarf, wenn man sich die Größe von einigen Anstalten anguckt, dass man hier fortschreiten muss. Auch die Frage der Zustand einiger Justizvollzugsanstalten, auch das ist ein wichtiges Thema. Auch hier, glaube ich, gibt es überfälligen Sanierungsbedarf. Hier hätte man mehr erwarten können. Und zu guter Letzt stellen wir als Fraktion fest, dass die Ministerin hier immer wieder den Eindruck erweckt, dass sie doch vielleicht lieber Innenministerin geworden wäre und den Justizbereich mehr oder minder verwaltet, aber nicht gestaltet. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Für die Landesregierung spricht die Frau Staatsministerin Günne-Herrmann. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Gewährleistung der Sicherheit in Hessen ist ein wesentlicher Schwerpunkt der Landesregierung, und Sicherheit ist nur mit einer leistungsfähigen und modern ausgestatteten Justiz zu erreichen. Nur eine starke Justiz schafft Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger unseres Bundeslandes. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben
viel bewirkt im Bereich der Justiz. So nimmt die hessische Justiz bundesweit, das will ich als erstes Beispiel erwähnen, eine Spitzenposition bei der Bekämpfung der Internetkriminalität ein. Die bei der Generalstaatsanwaltschaft angesiedelte Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität, kurz ZIT, arbeitet schon seit einigen Jahren mit großem Erfolg. Zuletzt konnte sie den mutmaßlichen Waffenhändler des Münchner Amokschützen ausfindig machen und durch diese Wege weitere Straftaten verhindern. Gerade die rasant fortschreitende Digitalisierung der Welt zeigt, dass wir in unseren Anstrengungen nicht nachlassen dürfen. Und deshalb habe ich im Sommer auch hier schon im Parlament eine digitale Agenda für das Recht gefordert und gleichzeitig auch eine Bundesratsinitiative zu diesen Themen eingebracht. In der letzten Woche fand eine Justizministerkonferenz statt, und diese Initiative ist nun einstimmig beschlossen worden, sodass die digitale Agenda für das Strafrecht und das Strafprozessrecht auf Bundesebene eingerichtet wird und wir die Initialzündung gegeben haben und jetzt mit aller Kraft daran arbeiten werden, dass wir das Handwerkszeug sowohl im Strafprozessrecht als auch im Strafrecht haben, um Internetkriminelle dingfest zu machen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Der Schwerpunkt im Justizhaushalt liegt auf der Verbesserung der Personalausstattung. Nur durch gutes, engagiertes Personal kann man am Ende den Rechtsstaat sicherstellen. Und deshalb ist es ein großer Erfolg, das will ich zuallererst erwähnen, dass der Stellenabbau gestoppt ist. Aber nicht nur gestoppt ist der Stellenabbau, sondern es war auch möglich, insgesamt 250 neue Stellen zu schaffen. Damit können Straftaten noch schneller und effizienter aufgeklärt werden und die Täter einer gerechten Bestrafung zugewehrt werden. Und wir brauchen mehr Staatsanwältinnen und Staatsanwälte und auch mehr Richter, damit wir am Ende die Justiz in Hessen sicherstellen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Beitrag der Justiz für die Sicherheit der Bevölkerung endet aber nicht mit der Verurteilung. Die Strafe ist zu vollstrecken. Der Verurteilte soll möglichst resozialisiert und wieder in die Gesellschaft eingegliedert werden, um weitere Straftaten zu verhindern. Und deshalb kann man es nicht genug oft wiederholen, dass die beste Art, Kriminalität zu bekämpfen, die ist, sie gar nicht erst entstehen zu lassen. Und das ist der beste Opferschutz. Deswegen werden wir auch weiterhin unsere Präventions- Deswegen werden wir auch weiter unsere Präventions- und Resozialisierungsarbeit verstärken und haben insgesamt den Justizhaushalt, das, was im Entwurf steht, um 14 Millionen € erhöht. Aber wenn man die Anträge der Fraktionen, der Koalitionsfraktionen, die jetzt eingebracht worden sind, hinzuzählt, dann sind es 15,5 Millionen €, die der Justizhaushalt in diesem Bereich mehr bekommt, eine stattliche Summe, so viel wie nie in den letzten Jahren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Beendigung des Personalabbaus betrifft alle im Justizapparat befindlichen Berufe, Rechtspfleger, Mitarbeiter in den Serviceeinheiten, Kostenbeamte, Gerichtsvollzieher, Wachtmeister und natürlich auch das Personal in den Justizvollzugsanstalten. Die Schaffung der neuen Stellen, die 250, die schon erwähnt sind, die haben auch damit zu tun, dass wir neue Aufgaben zu bewältigen haben. Knapp 9 Millionen € stehen für den Aufwuchs der Stellen im Justizhaushalt zur Verfügung. Die Aufgaben, die neu auf uns hinzugekommen sind, sind z.B. aus religiösem und politischem Extremismus erwachsende Gefahren, die Bekämpfung der expandierenden Internetkriminalität, die aus dem Flüchtlingszustrom resultierenden Verfahren bei den Familiengerichten, das Stichwort ist die Vormundschaft, die entschieden werden muss bei reisenden minderjährigen Flüchtlingen, oder auch die immer umfangreicher werdenden Wirtschafts- und Steuerstrafverfahren. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will noch einen wichtigen Punkt nennen, nämlich die Investitionen in die IT-Ausstattung. Insgesamt sind im Haushaltsentwurf 8,3 Millionen € vorgesehen, die eine bessere Ausstattung im IT-Bereich gewährleisten. Der Hauptpunkt geht mit 6 Millionen € in die Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs. Qualitativ hochwertige Rechtsfindung ist heute ohne die Instrumente moderner Büro- und Kommunikationstechnik nicht mehr denkbar. Und
Auch die Verfahrensführung wird erleichtert. Da kann man als Beispiel anführen unsere hessischen Verwaltungsgerichte, die zu den bundesweit ersten Gerichten gehörten, die ihre Kommunikation mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vollständig auf die elektronische Akte umgestellt haben. Und dadurch können die stark gestiegene Zahl der Aufenthalts- und Asylverfahren viel effizienter und schneller geführt werden. Der Zeitgewinn, und das ist vielleicht für den Kollegen Rock noch einmal spannend, sind 6 Monate in dem Bereich. Also all das, was Sie vorgetragen haben zu den Verwaltungsgerichten, entbehrt jeglicher Grundlage, meine sehr geehrten Damen und Herren. Fit für den Rechtsstaat. Ein Erfolgsmodell. Im letzten Jahr, 2016, standen 100.000 € zur Verfügung. Heute haben wir über 300 Dozenten an 78 Standorten, ausschließlich Profis, die diese Klassen führen. Und es ist möglich gewesen, auch jetzt noch einmal etwas draufzusatteln und das auf 200.000 € zu verdoppeln. Wir können heute sagen, wir haben 6.000 Bescheinigungen ausgestellt, und die Rechtsstaatsklassen sind, so wie wir das machen, in Deutschland bundesweit einmalig. Sie sind erfolgreich, und sie werden von anderen nachgefragt. Und wir werden auch auf diesem Weg weitergehen. Nächster Punkt, Resozialisierung von Gefangenen. Es ist schon erwähnt worden von den Kollegen, NEDIS heißt das Stichwort, Deradikalisierung in der Haft von religiös motivierten Straftätern, um denen eine Zukunft zu ermöglichen mit externen Partnern. Auch dieses Projekt ist in Hessen begonnen worden, und wir sind diejenigen, die von anderen Bundesländern angefragt werden, das Modell zu erklären und am Ende auch dieses Modell in anderen Ländern mit aufzubauen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Justizvollzug ist Ausbildung in den Arbeitsbetrieben und natürlich auch Resozialisierung ein wichtiger Faktor. Und auch dafür steht mehr Geld zur Verfügung, weil wir ein Investitionsvolumen von 1 Million € haben, das in Betriebe investiert wird, damit da weiter gearbeitet und ausgebildet werden kann. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich will noch etwas sagen zum Opferschutz. Die psychosoziale Prozessbegleitung ist nach den Regeln, die es auf Bundesebene gibt, jetzt ein neues Thema. Und auch für diesen Bereich haben wir 250.000 € neu vorgesehen. Die Häuser des Jugendrechts, ein Erfolgsmodell, sind schon erwähnt worden und werden ja in diesem Plenum noch Thema sein. Wir haben nicht nur 2 in Frankfurt, bekommen ein drittes hinzu, sondern ein viertes in Offenbach durch die Änderungsanträge auch noch. Diesen Weg müssen wir weitergehen, damit am Ende die Jugendkriminalität sozusagen an der Wurzel gepackt wird. Der Rückgang der Jugendkriminalität in den letzten Jahren durch die Häuser des Jugendrechts liegt bei 30%. Das ist eine hohe Zahl. Und, meine sehr geehrten Damen und Herren, wer als Jugendlicher merkt, dass es ein Stoppschild gibt und dass man die Kriminalität besser lassen sollte, den haben wir am Ende in späteren Jahren auch nicht in der Justiz. Und das ist ein riesiger Erfolg bei der Bekämpfung der Jugendkriminalität mit dem hessischen Modell der Häuser des Jugendrechts, auf die wir wirklich in Hessen stolz sein können. Ein letzter Punkt, die Gewährleistung von Sicherheit in den Justizvollzugsanstalten. Da ist schon erwähnt worden von der Kollegin Müller, da geht es um Investitionen auch in die Bauten in hohen Summen. Auch diese Investitionen sind wichtig für die Sicherheit. Und deshalb will ich zum Schluss erwähnen, mit dem Haushalt 2017 wird die hessische Justiz stärker, effektiver und zukunftsfähiger. Wir leisten einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, gut aufgestellte Ermittlungsbehörden und eine unabhängige, kompetente und effektive dritte Gewalt sind entscheidende Faktoren für die Funktionsfähigkeit eines Rechtsstaates. Und deswegen, hier ist viel mehr Licht als Schatten. Und selbst bei der Opposition konnte man den Eindruck gewinnen, dass wir so viel bewegt haben, dass es schwerfällt, dem nicht zuzustimmen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Ministerin. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr zum Einzelplan 05. Damit ist der Einzelplan 05 behandelt. Jetzt darf ich zunächst einmal auf der Besuchertribüne ganz herzlich begrüßen den neuen Generalkonsul von Montenegro, seine Exzellenz Herrn Branislav Karadzic.
Seien Sie uns heute herzlich willkommen, nicht nur heute, sondern immer, wenn Sie da sind. Glück auf und alles Gute. So, dann, bevor wir weitermachen, haben wir noch etwas hier eingegangen, Plätzen verteilt. Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion der SPD, DIE LINKE und der Frau Abg. Öztürk betreffend Solidaritätserklärung des Hessischen Landtags mit den Journalistinnen und Journalisten, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern und Abgeordneten der HDP in der Türkei. Die Drucksache 19/4118. Wird die Dringlichkeit bejaht? Offensichtlich. Dann wird der Dringliche Entschließungsantrag Tagesordnungspunkt 45 mit 5 Minuten Redezeit. Okay, gut.